Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir befinden uns in Caria und zwar waren wir in der letzten Folge ja hier drüben und haben hier sogar noch einen Mondstein gefunden, so eine Hälfte vom Monden für unseren Aufzug von Dectus. Das ist ja hier. Da kommen wir aber nicht weiter, weil wir brauchen die andere Hälfte. Und ich behaupte mal, die andere Hälfte wird hier sein. Aber ich habe geguckt, die Gegner sind einfach zu stark. Also ich schaffe die einfach nicht. Immer so einfach, da brauche ich echt immer lange für einen Gegner. Das nervt ja. Deswegen dachte ich, machen wir erstmal hier weiter. Aber hier haben wir ja eigentlich schon alles entdeckt, glaube ich. Wenn man diesen Folgen spurt, haben wir natürlich auch das geschafft. Raya Lucaya. Und jetzt müssten wir eigentlich ja hier weitergehen, zu Dectus. Geht ja aber nicht. Wir haben aber noch diesen Weg. Den haben wir gar nicht weiter verfolgt. Und zwar sind wir dann bis zum Haus von Caria, beziehungsweise das Anwesen von Caria gekommen. Und da gehen wir jetzt rein. Das ist jetzt unser Ziel. So, ich habe gerade eben schon mal reingeguckt, ganz kurz. Und hab mir gedacht, oh, wie ätzend. Da sind ja diese beschissenen Hände. Aber was soll man machen? Die Hände nehmen wir mit. Die müssen wir bloß einzeln anlocken. Dann geht das, glaube ich. So. Unsere Milizen können vordringen. So. Gut. Haben die fallen gelassen? Dunkelschmiedestein 2, okay. Da oben ist noch einer, den sammeln wir auch ein. Warte mal, ich muss kurz meine Sachen holen hier. War jetzt nicht so viel, aber nehmen wir trotzdem mit. Ich locke ihn mal wieder runter. Und dann warten wir hier, bis der ankommt. Oh, vergessen auszuweichen. So. Jetzt haben wir hier ein paar kleine noch. Die müssen wir auch mal ein bisschen killen. Wieder was fallen gelassen. Da, also die findet man ganz häufig hier, die Dunkelschmiedesteine anscheinend. Da hinten ist noch eine große Hand, die locke ich noch mal kurz an. Leider hat er den einen erwischt noch von unseren Skelettsleuten. Das ist dann so. Da können wir nichts mehr machen. Komm, dann gehen wir erstmal hier längs. Hier hinten lag auch was. Da oben, aber ich weiß, wenn man da rauf geht, dann springt eine Hand auf einen drauf. Das hatten wir schon mal in irgendeiner älteren Folge, war ich ja schon mal hier, wie ihr erinnern könnt. Ich weiß nicht, wo die Hand ist. Ich sehe die nicht, die muss hier irgendwo sein. Ach, die ist am Boden drin. Okay, warte mal. Tatsächlich liegt hier auch noch was. Raufkristallknospe, okay. Jetzt gucken wir uns diese großen Hände, die sind echt, die können auch irgendwo in den Baumwipfeln sitzen, da muss man echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir hier oben längs können. Ah, oh, schon wieder so eine kleine Hand. Man sieht diese Fingernägel im Boden zwar, aber wirklich ganz, ganz knapp. Kann er mit hier rauf? Ja, okay. Da ist schon wieder einer da im Boden. Guck
Guck mal, hier kommt auch eine große Hand, da müssen wir schon aufpassen. Pass auf, hier, lass uns mal die... Oh nein! Oh, weg hier! Nein! Oh, komm schon! Oh, oh, ja, trinken. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie viele Leben haben wir jetzt gerade verballert hier? Das ärgert mich wieder so ein bisschen. Also, wir haben wirklich richtig viel Leben verballert gerade. Den ganzen Baum hat er abgerissen, habt ihr das gesehen? Ich nicht hoch da. Da ist auch noch einer am Boden drin. Hier. Das Problem ist bloß, dass man echt nicht weiß, wo so eine Hand ist, wo keine Hand ist. Da muss man echt ein bisschen gucken. Muss hier oben gucken, wie hier noch einer hängt. Ne, hängt keiner. Oh, oh, da ist noch eine Hand. Oh, da ist noch eine Hand. Okay. Oh, fuck, Alter. Wie Hände sind hier denn bitte sehr? Schade, schade. Ärgerlich, ärgerlich. Ist ein bisschen schwieriger hier, muss man so zugeben. Vielleicht können wir uns aber auch so ein bisschen durchsneaken hier. Das probiere ich einfach mal. Indem wir einfach mal hier links rumgehen. Ein bisschen auf den Boden achten. Da ist auch was im Boden drin. Ich gucke mal, ob ich hier mich durchschlängeln kann, ohne so viele anzugreifen. Da oben ist ja dieser andere. Den müssen wir wahrscheinlich runterholen. Wow, das ging schnell. Das eine Mal. Da war noch eine.
So, den großen locken wir nochmal kurz an, da. Oh oh. Die letzte Heini noch mal auf, das ist natürlich gut. Trotzdem muss ich mal was trinken hier. Den nehmen wir nicht dahin, obwohl da liegt noch so ein großer. Da liegen auch ein paar kleine. Hier liegen Hammer viele. Guckt euch mal an, wie viele hier liegen, ey. Das sammeln wir noch mal kurz auf hier. Schnelles geht's, ne? Man muss nur schnell zuhauen, dann geht's eigentlich. Hier ist auch so ein großer, wie man sieht. Da kommen die alle her auf einmal. Noch ein großer. Okay, das geht ganz gut, wenn man in den Boden liegt und man gleich zuhaut. Ah, okay, das geht natürlich schlecht. Okay. Ach, dann verschwinden die hier. Scheiße. Na gut. Gut für uns oder schlecht für uns. Ja, viele von diesen Händen sind überall, ne? Muss ein bisschen im Boden gucken, dass ich die sehe vielleicht. Da ist schon wieder eine große Hand. Und da oben geht es irgendwo rein. Okay, hier können wir wieder ein paar Leute rufen, das machen wir. Oh nein. Oh, komm schon. Oh, aber ich stehe hinter dem Ding. Komm weg hier. Ach, komm schon. Oh, nee. Nein. Gibt's doch gar nicht, ey. Oh, das gibt's doch nicht.
fuck, ey. Boah. Wie viel Leben habe ich gerade wieder verballert hier, ne? Also wie viel Energie. Sachen. Okay. Oh, ich bräuchte irgendwie so ein Feuer. Ne? Herrin Rani, seit langem erwarten wir euch. Ich bete für diese rasche Wiederaufstehung eures Hauses. Möge der Vorhang mit Lucaria scheinen. Und mögen wir mal nicht, so. Das ist ein Leuchtfeuer oder ein... Links vor, das sehen wir mal. Schmiedestein 4. Okay. Gut. Warte mal, dann machen wir so direkte Pause hier. Damit alle unsere Fläschchen wieder bekommen. Ah. Ich glaube, es kommt nicht noch mehr von diesen Händen. Die Hände sind echt ätzend. Aber ich denke mal, das wird hier jetzt nur noch um Hände gehen, ne? Was ist denn da unten denn? Da hängt doch jemand. Okay, das sind einige von diesen Soldaten hier. Geh mal rum, um zu gucken, ob noch welche mehr auftauchen. Was war das? Man weiß es nicht. Okay, gehen wir erstmal hier längs. Das ist wie so ein Ehrgarten hier. Können wir da runterspringen? Wahrscheinlich, ne? Aber hier kann man runterfallen. Hier kann man auch runterfallen. Also es gibt hier keine Stelle, wo man wirklich runter kann. Anscheinend außer da drüben. Ich kann wahrscheinlich hier rüberspringen. Allerdings weiß ich noch nicht, was es mir bringt. Außer dass da unten Hände sind schon wieder. Gut, dann gehen wir mal hier längs. Oh!
sind aber viel auf einmal. Ich lock die mal hier rüber. Oh. Kann ich die hier hinlocken? Naja, auf jeden Fall kommen ein paar hier rüber. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil die kann ich ja nicht alle auf einmal erledigen. Ich will wissen, was das hier ist. Ist das eine Hand? Das ist eine Hand. Okay, sehe ich jetzt das. Noch einige hier, ne? Ja, okay. Ah, es ist so blöd. Oh, fuck. Okay, die hauen ein bisschen rein. Die hauen ein bisschen rein. Da tauchen immer wieder neue auf, kann das sein? Also ich meine, ich habe ja erst die alle erledigt und dann kommen da wieder welche. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Jetzt sind wir den Weg gegangen einmal, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Gucken, ob wir da weiterkommen. Okay. Probieren es nochmal. Blöde Affe mit seinem Riesenschlag. Muss ich auch das nächste Mal irgendwie anders angehen. Dann machen wir es so. Also ich glaube, wenn ich diese Schwerter... Wenn ich diese Schwerter nicht berühre, die da im Boden versteckt sind, dann passiert, glaube ich, nicht so viel. Ist gut zu wissen. Aber man sieht die bloß so schwer, wenn man so rumläuft. Da ist ja schon wieder ein Schwert an der Ecke da. Das heißt, es ist vielleicht besser, hier außen rum zu gehen. Dann hier an der Kante vorbei, statt das Schwert zu berühren.
Okay. Guck mal hier lieber, links und rechts. Was ist? Da ist anscheinend nichts. Mal reingehen vielleicht. Okay, es geht runter. Nee, hoch. Okay. Ein bisschen gespannt. Ist das wieder ein Feuer? Kann ich da einfach hinrennen? Was sieht da irgendwas? Ich kann einfach hinrennen, okay. Also gleich mal sitzen bleiben. Unsere Sachen wieder aufladen können. So. Komische Wölfe. Stark die sind. Gucken wir mal. Da hinten ist mal so eine goldene Saat noch. Ich locke mal trotzdem mal diesen beschissenen Wolf hier zu uns. Also die sind fies, die hauen auf jeden Fall rein. Aber eine goldene Saat. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist irgendwo. Kommen wir hier runter? Nee, ne? Da drüben ist was auf dem Friedhof. Aber da kommen wir nicht rüber. Also wahrscheinlich müssen wir einmal außen rum. Das machen wir natürlich auch. Gucken, ob hier noch mehr von den Wölfen rumlaufen. Da ist noch einer. Ich glaube, müssen wir mal anlocken, weil... Da liegt was, aber ich weiß nicht, ob hier noch ein Wolf ist irgendwo. Gehen wir hier hinten durch trotzdem. Auch wenn es wie eine Falle aussieht. Nichts. Keine Ahnung. Kann man kaputt machen. Da sitzt ein kleiner Mann. Der wartet auf uns.
Okay, es ist ja auch nicht weit von der Dings so hier hin. Und da geht's auch noch irgendwo hin. Wollen wir mal kurz hochgehen erstmal? Wie finden wir ja was Cooles da? Ja, auch nicht schlecht. Okay, müssen natürlich aufpassen, dass die uns jetzt nicht hier irgendwie in die Quere kommen. Vielleicht kann man den von oben angreifen, den Typen. Dass der wütend wird oder so. Liegt da wie für was? Magifett. Ah, wir können auf jeden Fall den angreifen mit unseren Tieren. Das habe ich gerade gesehen. Das ist ja schon mal nett. Ah, vielleicht sind hier oben noch ein, zwei von den anderen. Die müssen wir platt machen, weil die sonst uns von oben anschießen würden wahrscheinlich. Oder so. Kann das sein? Na, hier kommen wir runterhüpfen, da waren wir ja. Da unten ist der andere. Okay, da sind die. Ob er hier längs kommt. Der uns da gerade gesehen hat. Ich bin auch runtergefallen. Also ihn würde ich jetzt ungern angreifen, während die anderen beiden da rumlaufen. Gestorben ist er nicht. Keine Pfeile mehr. Auch runtergefallen, aber die sind ja nicht tot. Man sieht, laufen sie ja noch da rum. Das ist die Frage, was wir machen. Er sieht ja auf jeden Fall ganz schön hart aus da. Der andere auch noch hier durchkommt. Der andere auch noch, sehe ich gerade. Gut, ich weiß nicht, ob da noch mehr sind, aber die beiden müssen wir auf jeden Fall noch mal platt machen, bevor die. Den da oben müssen wir auch mal platt machen, schnell, glaube ich. So, den nehme ich auch gleich noch dabei. Da ist noch einer, guck mal. Sind hier auch noch mehr? Lass mal gucken. Ich glaube nicht, ne? Nein, 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 nein. Na gut, das war dumm von mir. Egal, da haben wir auf jeden Fall die anderen erstmal hier weg. Das war ja dumm. Sind die weg, die Hunde? Ich kann sie nicht mehr nutzen. Das ist ja blöd. Ist die Frage, ob man den überhaupt besiegen muss. Ich glaube schon. Gehen wir hier drum längs.
hier noch irgendwas gibt. Oh, er ist wach geworden. Hat mir lieber gesehen. Pfeile habe ich ja nicht mehr. Aber vielleicht gefällt mir das hier. Oder auch nicht. Na, er kommt. Ja, das ist wahnsinnig. Goldene Rune 4. Kann ich auf ihn raufspringen von hier oben? Oder sterbe ich dann? Gute Frage. Ist ja auch die Frage, ob man den machen muss. Vielleicht kann man auch hier durchgehen. Und lassen ihn da unten. Hm. Da hinten geht es auf jeden Fall zu einem Boss, wie ich sehe. Lass uns mal links gehen. Okay, hier gibt's gar nichts. Ich dachte, ich kann hier irgendwas einsammeln oder so. Hier geht es auch zu einem Boss. Das ist die Frage, ob man erst mal da unten killen muss. Und dann den hier macht. Ah, lass uns den unten mal angehen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, nehmen wir nachher die Hunde mit. Aber irgendwie, glaube ich, müssen wir den erst machen. Ist auch schon wieder da unten. Wow. Alter, der haut aber rein. Oder bis er so hatte ganz viel Leben. Wow. Wow, wow, wow. Okay, aber dann müssen wir uns den Kampf stellen jetzt unten einmal. Was ist denn so? Alter, haut euch, guck mal an, wie er das weghaut da, also mit seinem Schrei. Oh!
Nein. War ja dumm. Das war ja dumm. Ja. Ich sehe gerade nichts. Wohl, mir ja schon ein bisschen was weggenommen. Ne? Versuchen wir von oben den Angriff nochmal. War jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich auch zurück, ja, okay. Okay, so gut von ihm. Oh, hat mein Schild nicht hochgehalten. Alter! So geht's. Ah, warte mal. Wir suchen uns mal. Na, komm her. Oh, da habe ich mein Schild runtergelassen. Okay, so geht's. Oh, das war natürlich hart. Oh, fuck, da hätte ich warten sollen. Komm her.
komm. Oh. Jetzt kommt er raus mit dem Ding, habe ich nicht gesehen. Oh. Okay, schnell was trinken hier, sonst sind wir nämlich platt. Muss ein bisschen dichter rangehen irgendwie. Okay, viel Leben hat er nicht mehr. Nur nicht zu gierig werden. Geschnappt. Trollritterschwert. Na gut. Okay. Das war wahrscheinlich auch nur ein ganz normaler Gegner eigentlich. Aber wir wollen uns nicht auf die Folter spannen. Wir werden uns auf jeden Fall den nächsten Gegner angucken. Ich weiß nicht, ob ich einfach ins Wasser gehen kann. Kann ich über Wasser laufen? Ah, Königin, Ritter. Ah, da kommt einer, dann kommt ein Gegner. Okay. Ah. Oh. Oh. Nein. Oh. Scheiße, ich habe keine Flaschen mehr. Na gut. Oh, fuck. Okay, die ist auch nicht zu schwer. Die ist nicht zu schwer, die kriegen wir hin. Die machen wir auf jeden Fall noch. Marikas Fall. Fangen wir direkt da an. Also mit den Dingern, die wir haben. Wir können auch die Hunde benutzen, aber gucken wir gleich mal, was wir benutzen. Hunde oder Links, ist eigentlich egal. Ja. Aber zu schwer ist es, glaube ich, nicht. Achso, da fängt der Boss gleich wieder an. Okay, dann lass uns mal die Hunde nehmen. Genau, die Hunde nehmen wir.
durchgehen? Oh, schnell das Trinken. Wow, das war knapp. So. Lorettas Großbogen haben wir bekommen. Und Lorettas Schnitt. Okay. Puha. Gut. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.